So, hallihallo meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder bei The Order dabei seid und die Story von Galahad noch ein bisschen weiterverfolgt. Wir gehen jetzt wieder zurück an dem Ort, an dem wir wohl verbannt worden sind. Tja, zurück zum Rat und einen alten Freund retten, der uns gerettet hat. Denn auch in dieser schweren Stunde, in dem uns irgendwie alle nichts glauben, uns verraten, haben wir immer noch ein paar enge Freunde. Und jetzt gucken wir mal, was dort Sache ist. Wollen Sie schon gehen? Devi. Also wissen Sie noch, wer ich bin? Ich muss Ihnen wohl einiges erklären und ich hätte Ihnen vertrauen sollen. Keine Zeit für Höflichkeiten. Sie können es wohl kaum erwarten, draufzugehen. Ich muss das in Ordnung bringen. Egal um welchen Preis. Dann nehmen Sie das. Oh, und kommen Sie in einem Stück wieder. Meine Königin hat Gefallen an Ihnen gefunden. Wohl eher deine Mutter, wa? Tja, dann gucken wir mal, dass wir ihn retten können, ne? Eure Patrouille ist aber gleich zu Ende. Hört auf zu meckern. Nicola, bitte kommen. Ich bin in den Katakomben. Unterwegs zu Ihnen. Sir Galahad, sind Sie verrückt? Sie dürfen nicht herkommen. Dort bleiben. Ich bin gleich bei Ihnen. Ja, der Nikola. Der einzige wahre Freund. Aber er ist ein cooler Typ. Ich mag ihn. Ist natürlich blöd, dass ich jetzt den Funk benutze, ne? Ich komme gleich. Andere hören den ja mit. Ja, überprüft das mal. Eindringling! Halt dich zurück! Feuer! So sieht's aus, Kollege. Hast du ein paar Kugeln für mich? Oh, nee, Pistole. Das hat gar nichts. Okay. Wenn mir jetzt im Weg kommt, wird eiskalt abgeknallt. Ich bin der knallharte Galahad. Und ich verpasse gerne einen Headshot. Ja, bam, 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 bam. Oh ja. So sieht's aus, Kumpel. Oh, yo. Oh nein. Mist. Aber diesmal haben wir den Schrotmann eher abgeknallt. Zack, 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 zack. Geh in Deckung. Auf einmal leer. Ist hier ein Nest? Na. Geht so gar nicht. So. Jetzt aber mal Ende hier. Denn hier jetzt muss ich...
Kann ich mir ja mal aussuchen, was ich nehme. Ja, Pistole ist immer gut. Revolver, ne? Ach ja. Darf ich hier durch? Ich habe so viel zur Auswahl, ne? Aber die Schrot ist schon ganz cool, ne? Ja, komm. Mach was. Eine nervige Komplikation. Sir Luca nicht unterwegs. Nikola, Sie müssen jetzt da verschwinden. Fürchten Sie sich nicht, mein Freund. Ich halte die Kommunikation offen. Alles wird gut. Nikola, seien Sie kein Narr! Nikola! Verflucht! Ach nee. Bitte? Gib mir Deckung! Ich nähere mich ihm! Okay. Vorsicht! Verdammt! Oh ja. Das ging aber schnell. Böhm! Hat er uns voll weggeklatscht. Sir Galahad! Geben Sie auf! Okay. Verdammt! Nein, 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 nein! Ich tu schon wieder. So, Schätzchen, ne? Noch eine Kugel für jemanden gefälligst? Leute, Leute, Leute. Ist das gerade schon eine Einladung zur Superschlacht? Ich meine, wenn man jetzt auf einmal so viele Waffen an einem Fleck findet, heißt das wohl was Gutes, ne? So, durchladen. Zack, zack, zack. Oh. Hier sonst noch was für uns? Lukratives? Ne. Tja, da erwartet uns wohl gleich eine heftige Schlacht. Oh. Echt jetzt, Leute? Hier ist ja richtig was los. Nehmen wir denn mal. Nein. Vielleicht auch nicht. Na egal, komm. Was ist der Nachteil an dieser Waffe? Sie braucht echt lange. Ja, ich hab so eine. Ihr nicht? Oh, schön. Das ist ja höflich, dass ich hier wieder an... Oh, Mann. Ja, ist vorbei. Aber ich darf wenigstens noch auf meine Waffenkammer zurückgreifen. Aber ich glaube mit dem, was wir gerade hatten. Na. Ich nehme mal den Revolver hier. Ja, komm hier. Nur noch am besten. Obwohl. Der Lichtbogen, der ist ja schon cool. Oh, das auf jeden Fall. Schrot. Macht nicht so tot.
Gedusch. Na komm. Aua. Mach das. Die kommen auch aus allen Ecken, ne? Ja, hier geht's heiß her. Mensch, kipp tot um. Bleib liegen. Bleib liegen. Bleib liegen. Bleib liegen. So, jetzt kann ich mich mal wieder ein bisschen ausrüsten. Ja, was nehmen wir denn mal? Och ja. Ich mag die zwar nicht so, aber ich nehme sie jetzt trotzdem. Oh, da hinten blinkt was Großes. Achso. Was liegt hier? Tut mir leid, Leute.
Effektiv. Könnte heiß werden, ne? Ach, Mensch. Tut mir ja leid, Leute. Das sieht man immer erst, wenn man fertig ist, ne? Dass man es so explosiv machen könnte. Oh, ein Folterzimmer. Nikola. Genau der Mann, den ich brauche. Oh, kann ich Ihnen helfen, Sir Lucas? Oh, oh. Verflucht, Alistair. So, rein hier in die gute Stube. So, wir sind wieder zu Hause. Habt ihr noch was zum Abgreifen für uns? Müssen wir uns mal wieder reinhacken in die Bude. Okay, okay, okay. Zack. Zack, das wird jetzt bestimmt richtig schwer. Noch gar nicht. So, Leute, Kaffee und Kuchen hinstellen. Geller hätte es wieder da. Ist bestimmt tot, der Junge. Ach. Nein. Nikola. Was ist passiert? Lady Lakshmi hatte recht. Er wusste es. Ich hole sie heraus. Na los. Er ist noch da drin. Es ist zu spät. Wir können nichts mehr tun. Da ist noch was, was ich tun muss. Bruder, umarmen wir uns. Der schreit eben schon nach dem letzten Kapitel. Alistair! Ich wusste, du würdest kommen, Bruder. Komm aus dem Schatten, verdammt! Du und ich, wir sind nicht so verschieden. Ich tue, was ich muss, um mein Blut zu schützen. Wir kämpfen nur, um unser Recht zu leben. Das ist eine Lüge! Vielleicht wirst du verstehen, eines Tages. Na toll. Sollte es nicht enden. Wetten wir jetzt auch ein Halbliter? Das war klar. Glück haben. Was jetzt, Bruder? Okay.
stirb. Aua. Na, nicht mit mir, Schätzchen. So langsam schwächelt er. Es siegt immer noch der Mensch. Menschen, die sich gegenseitig abschlachten im Namen ihrer Götter. Wir büßen früh genug für unsere Sünden. Aber wie rechtfertigst du die Reue, die dein Blut begangen hat? Mein Blut? Mein Blut ist nicht schlimmer als deines. Und deine Schwester? Dein Vater? War alles eine Lüge? Easy, mein Vater... Ich habe sie wie mein Blut geliebt. Aber sie dürfen den Fluch, mit dem ich lebe, nie erfahren. Mein Sohn. Vater, vergib mir. Na, ich bin es, der deine Vergebung braucht. Dieses Leben wollte ich dir ersparen. Sie wussten es? Ich wusste es immer. Ich rettete ihn vor dem Massaker seiner Familie. Dein Vater starb durch mein Schwert. Aber ein Kind? Du verdientest solch ein Schicksal nicht. Wie hätte ich ein unschuldiges Leben nehmen können? Gestehen Sie dies vor dem Rat, Lord Kanzler. Nur so können Sie das Chaos, das ausgelöst wurde, wieder gut machen. Ich kann nicht! Solch eine Enthüllung würde unseren Orden bis in die Grundfesten erschüttern. Also soll ich geopfert werden? Wie viele müssen noch sterben, damit ewige Ruhe herrscht? Er ist mein Sohn. Ich kann sein Leben nicht beenden. Isabeau. Und der Rat dürfen die Wahrheit niemals erfahren. Sonst sterben alle, die ihnen teuer sind. Bitten Sie mich nicht darum. Fortan sollen sie mit keinem Ritter verbunden sein. Der Orden muss vereint bleiben. Sie sind keiner,
seiner Herolde mehr. Bringen Sie es zu Ende und verschwinden Sie! Solch ein Leben war nie für Menschen bestimmt. Es kommt der Tag, an dem uns unsere Last genommen wird, Bruder. Vielleicht ist das dann der wahre Frieden. Wollen wir das jetzt tun? Ich will es aber nicht tun. Oh, okay, ich muss. Ich mach's nicht. Nein, ich mach's nicht. Nein. Ich weiß nicht, oder doch? Das ist jetzt immer die Frage, ne? Macht man sowas oder macht man's nicht? Aber ich glaube, hier wird sowieso nichts passieren, bevor ich nicht drücke. Und das ist also das Ende von The Order. Wow. Ein wirklich kurzweiliges Spiel. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das wirklich so kurzweilig ist. Na gut. So, vom Grundprinzip her fand ich das Spiel mega cool. Optisch war es auch irgendwie mal sehr kinomäßiger gehalten, so filmmäßig. Sowas finde ich ja sowieso mal ganz cool. Ich denke mal, ihr auch. Und gut, ich bedanke mich, dass ihr das komplette Projekt mitverfolgt habt. War zwar jetzt nicht allzu viel Folgen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Lasst doch einfach einen Kommentar da, abonniert, aktiviert das Glöckchen, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Ich bin Viakonix und ich bin raus.
Sir Galahad. Ganz London sucht nach Ihnen. Wir müssen uns beeilen. Sir Galahad, hören Sie mich? Sir Galahad. Ganz ruhig, Nicola. Alles ist gut. Das sagen Sie, mein Freund. Der Rat hat Kriegsrecht in der Stadt verhängt. Schwer zu sagen, wann die Regierungstruppen eine Offensive starten werden. Jetzt ist keine Zeit für Heldentaten. Ich schlage vor, dass wir Lady Lakshmi folgen und die Stadt verlassen. Ich bin bald bei Ihnen. Und wissen Sie nicht, Galahad bin ich, nicht mehr.